Dorf in Pommern bei Anklam mit 246 Einwohnern. Und das ist die evangelische Kirche hier zu Blesewitz. Ist eine aus dem 14. Jahrhundert stammende Saalkirche. Sie hat einen quadratisch gebauten Westturm und der Turmhelm hat diesmal ein Pyramidendach. Und die wunderschöne Kirche liegt wieder in einem gepflegten Friedhof. Das Geläut der Glocke besteht aus einer Glocke, die 1450 angefertigt wurde. Und diesmal haben wir hier eine Grüneberg-Orgel, wie sie typisch ist in Pommern. Wir befinden uns hier im Inneren der schönen Blesewitzer Kirche. Und die Orgel mit neugotischem Prospekt wurde 1881 von Barnim Grüneberg aus Stettin gebaut. Und 1994 wurde die Orgel aufwendig restauriert. Sie hat ein Manual und ein Pedal und man hört ja schon, dass die Akustik sehr trocken ist. Da ist sie, die schöne Orgel. Dieser wunderschöne Altar ist aus der Zeit um 1700. Also sehr wertvoll. Und die noch schönere Kanzel sogar von 1613. Ich mag diese wunderschönen Dorfkirchen sehr gerne. Hier haben wir eine völlig andere Decke als in Krien. Dadurch ist die Akustik nicht ganz so trocken. Dies ist der Aufgang zu der Barnim-Grüneberg-Orgel. Ein Orgelbauer aus Stettin. Man ist hier direkt unter der Decke. Das ist witzig.
Das ist hier die wunderschöne Grüneberg-Orgel von 1881. Stettine liegt ja nun in Polen. Wir haben hier sehr, sehr süße Kerzenhalter, die man so einklappen kann. Und die Registerzüge gehen hier nach außen vor, nicht wie in Krien, zur Seite hier. In Krien, die Fischerorgel war schwergängig zu spielen. Die Grüneberg-Orgel ist viel, viel leichtgängiger. Bei jeder Orgel muss man neu sehen, wo sie angeschaltet wird. Und hier ist es dieses kleine versteckte Schaltschalterchen hier. Der Name Anklam bedeutet auf dem Berg. Denn früher, man sieht hier den Turm der Marienkirche in Anklam.